Wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt noch drei Spiele. Wir müssen alle drei Spiele gewinnen, um Gold 1 zu sein. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass ich etwas angepisst bin. Wir haben jetzt 6 Spiele in Folge unverdient verloren. Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein neuer Rekord. Also ich glaube nicht, dass ich das jemals geschafft habe in irgendeinem FIFA. Vor allem nicht in irgendeiner Weekend League. Also vielleicht habe ich auch damals nicht so krass drauf geachtet, aber das ist schon Wahnsinn, ey. Das ist schon echt krass. Ich verstehe es nicht. Wir haben gerade so eine Torflaute. Wir haben so ein... das sieht man ja schon an meinen Stürmern. Die bauen immer weiter ab von der Quote her. Und das halt gegen wirklich schwache Gegner teilweise. Wobei, richtig schwach werden die Gegner irgendwie nicht, obwohl ich die ganze Zeit verliere. Das ist auch merkwürdig. Lass mich raten. Es war so klar. Es kriegt wieder ein gutes Team. Guckt euch das an. Higuain... Oh, Cuadrado ist gerade kein Boost mehr, wie es aussieht. Interessant zu wissen. Ich sollte vielleicht auch mal... Cuadrado und Pulisic wieder rausnehmen und Kramaric und, das mache ich jetzt auch nach dem Spiel, wenn ich dran denke, Kramaric und Philippe Andersson wieder rein, weil die halt einfach besser sind von den Scorerwerten her. So, jetzt gewinnen wir einfach. Wir müssen jetzt 3 Spiele in Folge gewinnen, das machen wir jetzt auch einfach, weil ich will Gold 1 werden, Punkt. Aber erstmal ein Spiel gewinnen, um überhaupt Gold 2 zu werden. Und ich will jetzt auch wieder super wenig reden, weil ich logischerweise immer noch angepisst bin. Oh, das war ein ziemlich schlechter Pass, dass du dir trotzdem ankommst. Ah, hat er gut antizipiert. Pulisic macht gerade ziemlich Betrieb. Ich glaube, spielen wir ihn ja auch ohne Boost. Sollte nicht auf ihn gehen. Ziemlich aggro der Spieler, also ziemlich aggressive Verteidigungsweise. Schade, Tolisso. Na, wenigstens mal ganz gut rausgespielt. Macht viele Fehler im Mittelfeld, im Spielaufbau.
Nicht steil genug. Schönes Lackertor und diesmal war das Problem Süle, der zu langsam war in Verteidigung. Oh, ich habe gerade echt keinen Bock mehr, ey. Es kriegt nur aufs Maul. Wobei man jetzt hier sagen muss, war halt Lackertor, ne? War jetzt nicht so, dass ich jetzt hier schon drei Tore hätte schießen müssen und wir Pech hatten im Abschluss, sondern es war sehr ausgeglichen bisher. Was wieder ein Spiel, wo ein Unentschieden, denke ich, verdient wäre. Wobei, nee, die Chance war ja eigentlich schon okay von ihm, auch wenn es ein Lackertor war, weil er kann ja nichts dafür, dass mein Süle so langsam ist. Also das ist ja nicht seine Schuld, das passt schon. Da hätte ich versuchen müssen, ins andere Eck zu schießen. Einfach mal wieder ein Tor nach einer Ecke, wie geil wäre das denn? Nice luck. Ja, natürlich ein krasser Distanztreffer geworden. Ach, ich bin gerade einfach nur noch deprimiert. Nicht mal mehr angepisst, einfach nur noch deprimiert. Ich kann jetzt logischerweise auch nicht mehr meine Maximalleistung abrufen. Wahrscheinlich werde ich auch keine drei Spiele in Folge gewinnen. Wir müssen jetzt erstmal das Spiel drehen. Ich werde zu tun haben, dass ich überhaupt noch ein Spiel gewinne und Gold 2 werde. Im Endeffekt werden wir jetzt wahrscheinlich einfach Gold 1, weil wir hier 9 Spiele in Folge verlieren. Gold 2 meine ich. Gold 3, Mann. Endlich! Boah! Schöne Vorlage von Pulisic, aber auch endlich mal wieder ein schön rausgespieltes Tor. Meine Fresse. Jetzt drehen wir das Spiel, jetzt gewinnen wir das Spiel und jetzt gewinnen wir drei Spiele in Folge. Scheiß auf alles, was vorher passiert ist. Komm schon, beißen Praxis. Scheiß auf deprimiert, Moral, den ganzen Kack. Spiel einfach gut und gewinnen.
Sag ich doch. Haben wir natürlich Glück, dass das Ding nicht reingeht, aber der Gegner hat auch Glück, dass er wieder an den Ball gekommen ist. Oh, hier können wir nicht so einfach abschlagen, wie es aussieht. Scheiße. Dann mach ich ihn mal lang. Schuss. Schade, dass ich ihn zur Ecke klären muss. Gott, da kommt quasi komplett alleine zum Kopfball. Also, das ist krass, dass man nur das Ding nicht macht, weil er glaube ich auch ganz kopfballstark ist. Ja, da hat Pulisic da den Ball einen Tick zu spät gepasst. Wieder verkackt. Weiß ich nicht, warum Werner den nicht macht. Also irgendwie, weiß ich nicht. Abschlussschwäche ist immer noch da, vor allem mit meinen Stürmern. Ich muss es halt dann mit anderen Spielern machen, mit meinem ZOM zum Beispiel. Rang ist Doppelpack, BAM! Und Werner die Vorlage und dem schönen Distanzschuss. Leite das Tor quasi auch selber an. Ein. Schöner Doppelpass. So, aber trotzdem will ich auch wieder die Abschlüsse mit meinen Stürmern reinmachen. Das kann ja nicht sein. Weil halt vor allem auch ihre Quote total sinkt und scheiße wird. Das ist glaube ich bei beiden immer noch... Oh nein, muss er mir das nachmachen, aber gut. Das kann ich verteidigen, also das geht einfach nicht besser. Das ist einfach, da schießt er halt Vogelbild drauf und macht das Ding rein, was soll ich machen? Warum er das schöne Tor nicht lässt, verstehe ich auch nicht, aber egal, zum Konzentrieren wieder. Und jetzt macht vielleicht Werner mal wieder ein Tor. Schön ist ein schwieriges. Scheiße, schlecht in den Gegner reingedreht. Ja, Pulisic 79er, krass. Ach, ich habe wieder vergessen, die Dingens zu geben. Ach ja, und wir haben... Scheiße, wir haben Dingens nicht drin. Wie heißt er? Brand, wegen der roten Karte. Deswegen können wir jetzt nur einmal wechseln. Nicht so geil. Muss ich dran denken nach dem Spiel, dass ich erstens die Spieler auswechsel und zweitens den Wechselspieler wieder reinnehme. Und da dann mal Quadrado teste als Einwechsler. Meine Fresse. Komm schon, es ist die 83. Jetzt nicht noch hier ein Tor fressen.
War ein normaler Pass, er macht leider einen Laufpass draus. Läuft gerade nicht so gut für mich. Bin nicht zufrieden mit meinem Spiel. Ich meine, ich kann eh nicht zufrieden sein. Ich bin einfach zu emotional gerade, um wirklich mein Maximum rauszuholen. Aber auch von dem, was ich gerade in der Stande bin zu spielen, bin ich nicht zufrieden. Von daher schauen wir mal. Wie gesagt, Werner hätte da eigentlich schon das dritte Tor machen können. Hör doch mal auf mit dem Scheißlack. Machen einen normalen Pass, er spielt einen Laufpass. Ach ja, er hat diesen scheiß Higuain. Weil er hat generell ein sehr krasses Team. Die brauchen gerade für alles so lange. Ich kotz. Mann. Oh Gott, der Gegner ist zurzeit auch besser, muss man leider sagen. Also wenn ich jetzt verliere, dann nicht unverdient. Wow, dann kann ich sagen, ich habe das 7 Spiele in Folge verloren, aber nur 6 davon unverdient. So, wir konzentrieren uns jetzt einfach und gewinnen hier noch. So eine Scheiße darf auch einfach nicht klappen, Punkt. Hat der einen Glück, ey. Hat der einen Glück. Hat der ein Glück. Alter, ist unglaublich. Was für ein Scheißlacker.
In der Höhe absolut unverdient. Damit ist auch Gold 1 weg. Wir brauchen jetzt aus zwei Spielen noch einen Sieg für Gold 2. Elfmeter, wird natürlich nicht gepfiffen. Erstmal tausche ich die Spiele aus, die ich mehr spielen möchte. Vierzehn Spiele, vier Scorerpunkte. 40 Spiele, 16 Scorerpunkte. 8 durch 40, 0,2, 4 durch 14, 0,28, oh, da ist Pulisic sogar besser, what? Krass, okay. Ja, dann müssen wir wohl erstmal Pulisic weiterspielen, wenn der doch besser ist, komischerweise. Bin etwas überrascht. Aber bei Quadrado bin ich mir sicher, dass er nicht besser ist. 11 Spiele, 3. Sind wir bei 0,27. Durch 50 sind wir bei 0,62, also das ist dann schon sehr eindeutig. Lass mich kurz überlegen, ich überlege halt auch gerade, ob ich statt Quadrado dann Kramaric nehme als Einwechsler. Aber Quadrado ist halt schneller. Ich probiere erstmal Quadrado aus als Wechselspieler. Ich werde jetzt logischerweise auch die letzten beiden Spiele beschissen spielen und kann nur hoffen, dass ich irgendwie durch Glück noch ein Spiel wenigstens gewinne, damit ich Gold 2 werde. Aber an sich bin ich einfach komplett angepisst und habe keinen Bock mehr. Und spiele halt auch jetzt dementsprechend schlecht. Ich glaube, ich werde auch einfach die zwei Spiele jetzt noch in die Aufnahme packen. Ist mir scheißegal, wie lange die Aufnahme dann wird. Ich habe einfach keinen Bock mehr, da noch eine Aufnahme anzufangen.
Och, ist das frustrierend, ey. Die hat so genial angefangen, die Weekend League. Ohne Scheiß, so krass. Und warum bekomme ich denn nur noch solche Übergegner, Alter? Ich raff das einfach nicht. Ich dachte, es ist so, wenn man viele Spiele in Folge verliert, bekommt man wieder schwächere Gegner. Es ist jetzt das sechste oder siebte Spiel, nee, siebte Spiel, was wir in Folge verloren haben. Siebte Spiel. Die Gegner sind schon einen Tick schlechter geworden, ja, das muss ich zugeben. Aber im Großen und Ganzen, die Teams, die haben, sind gut. Und das ist dann auch meistens entsprechend gute Spieler, die die führen. Also ein Mindestmaß an spielerischer Qualität haben die dann einfach. Sollte eigentlich noch einen Schritt gehen, bevor er schießt. Den wollte ich auch nicht einspielen. Oh, ein scheiß Lacker, ey. Zaubertor Icardi, ja genau. Es wurde auch Zeit, dass du wieder mal ein Zaubertor machst, Icardi, ohne Scheiß. Jetzt mach gefälligst noch drei in dem Spiel. Wieder mal ein schönes Zaubertor von Icardi und das wurde auch mal wieder Zeit. Es wurde mal wieder Zeit verflucht. Wir sind auch wieder mal in Führung gegangen. Jetzt gewinnen wir dieses Scheißspiel, wenn wir wenigstens Gold 2 werden, dann will ich nicht mehr drüber nachdenken bis zur nächsten Weekend League. Schöner Abschluss, El-Sharawi. Ah, es klappt wieder nicht. Schöner Abschluss, El-Sharawi. Mit seinem starken Rechten, schöner Distanzschuss, hinter Distanztreffer. Okay, ich kann ihn eigentlich auch schon Distanztreffer, würde ich sagen. Aber schön, dass wieder solche geilen Dinger mal wieder funktionieren. Nice. Gewinnen wir das Spiel mal. Also wenigstens Gold 2. Und dann versuche ich das letzte auch noch zu gewinnen, weil es geht ja auch um die Monatswertung. Also wir haben zwei Nacht-Sessions gemacht, wo es eigentlich total schwer war, konzentriert zu spielen. Da haben wir richtig gut gespielt. In der einen Nacht-Session von 5 Spielen 4 gewonnen, 1 unverdient verloren. Das ist unglaublich. Aber krass, dass Pulisic echt einen besseren Scorer-Wert als Kramaric. Das hat sich gar nicht so angefühlt, aber manchmal ist es halt so. Aber ja, und Kramaric hat einfach total schlechte Werte, deswegen ist es auch nicht so schwer für Pulisic da besser zu spielen. Ich wollte dann auch nochmal Bellarabi testen, das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Weekend League machen, den Ball vorzulegen war dumm. Dann werde ich mal Bellarabi testen in der nächsten Weekend League, aber vielleicht dreht bis dahin auch Pulisic noch weiter durch. Wobei, mir fällt gerade ein, ich habe ja gar keine großartigen Spiele weiter. Noch 2 Stück. Also noch 1 mit der Bundesliga.
Weil bei Kramaric muss man natürlich sagen, Kramaric hat halt vor allem in den letzten Spielen überzeugt. Also die. Oh, krasser Kopfball. Die Scorerwerte aus den letzten 10, von mir auch 20 Spielen, da haben wir Kramaric über 0,2 liegen, fällt mir gerade noch ein. Aber trotzdem bekommt Pulisic, weil er rein von den Zahlen her besser ist, auf jeden Fall nochmal das letzte Spiel jetzt. Und dann in der nächsten Weekend League wird sowieso Bellarabi getestet, der ich auch ganz interessante Werte hat. Und dann schauen wir weiter. Wenn dann Pulisic immer noch ganz gute Werte hat, dann würde ich vielleicht Pulisic nochmal. Na, wobei, ich glaube, ich würde dann sogar nochmal. Oh, danke. Scheiße, das haben wir so schlecht ausgespielt. Haben wir so schlecht ausgespielt. Endlich hat einmal wieder so ein gezielter Flachschuss funktioniert. Und der Gegner ist jetzt auch endlich einen Tick schlechter als die anderen davor. Und dann macht Icardi halt wieder ein Tor, aber es war auch ein wichtiges Tor, weil es halt einfach so ein geplantes war. Und nicht irgendwie, ich schieß mal aus der Distanz. Und 3-0, damit ist das Spiel durch, weil ich jetzt so gut konzentriert weiterverteidigen werde, dass der Gegner es nicht schaffen kann, mehr als zwei Tore zu schießen. Und vielleicht schieße ich auch noch zwischendurch eins. Verzweiflungsflanke, die fallen mir am besten. Sind noch besser als Verzweiflungsschüsse, weil Verzweiflungsschüsse gehen auch manchmal rein. Verzweiflungsflanken funktionieren fast nie. Okay, 3-0, damit haben wir, denke ich, Gold 2 sicher. Ich merke auch gerade, mich das wirklich ein bisschen erleichtert, weil ich hatte schon Angst, dass wir wirklich nur Gold 3 schaffen. Es ist trotzdem beschissen und die schlechteste Weekend League vom Verlauf her. Wir sind ja auch schon Gold 1, Gold 3 gewesen in FIFA 18, aber vom Verlauf her ist es wirklich die blödeste Weekend League von allen, die ich bisher gespielt habe. Aber Gold 2 ist besser als nichts. Oder? Nein, ich habe gedacht, ich passe mit Kedira und wollte mit Kedira auf El-Sharawi passen. Und dann war da niemand mehr getunnelt. So, wenn er jetzt einen Anschlusstreffer schafft, dann wird es nochmal interessant. Hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Abseits. Und dass er von da schießen wollte, liegt wahrscheinlich daran, dass er gesehen hat, es ist abseits. Weil sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht. Weil die Schusstasche machen. Okay, jetzt werde ich überheblich, das darf ich nicht machen. Ich will dieses Spiel gewinnen. Koulibaly, ich muss daran liegen, dass er keine Flanken schlagen kann, weil schon wieder macht er den nicht zum Außenverteidiger, sondern zu dem Spieler, der gedeckt ist. Müssen wir wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen hier. Bricht er jetzt ab, oder?
überlege gerade. Mann, da die Spielerrollen einstellen, fällt mir gerade ein. Flangy Cream FC. Was ist denn die Flangy Cream? Ist das was zu essen? Ah, mit schwachen Linken ist natürlich schwer für Sharabi. Ah, Gegner ist wirklich schwach. Also der ist wirklich deutlich schwächer als die letzten. Das ist gut. Also hat echt lange gedauert, bis das passiert ist. Wobei er halt ein ziemlich gutes Team hat dafür, dass er nicht wirklich gut spielt. Was für ein Pass auf, Felipe. Ah, Felipe fühlt sich jetzt in dem Spiel schon wieder besser an als Quadrado 89er. Das gibt's gar nicht. Das ist bisher auf jeden Fall der Low-Budget-Überspieler schlechthin in FIFA 18. Felipe Anderson. Okay, aber jetzt muss er relativ schnell das zweite dann hinterherlegen, damit es nochmal spannend wird, würde ich sagen. Oh, krass, Koulibaly macht mal die Flanke zum Richtigen. Na, bitte, das wird nichts. Oh, ich glaube, Ribéry hat er frisch eingewechselt gehabt. Haben wir Glück, dass es nicht 3-2 steht, aber 84 sein geht einfach auf Zeitspiel. Oh, das war eine schöne Flagge. Rot. Schade.
Okay, jetzt das letzte Spiel noch. Jetzt merke ich auch langsam, dass ich müde werde. Das letzte Spiel noch einfach so, weil ich hoffe, dass ich es gewinne für den Monat. Ricardo El-Sharawi Vorlagen, dreimal Brozovic. Aber wenn ich es verliere, es ist mir jetzt gerade auch egal. Weil wir sind Gold 2, besser können wir eh nicht mehr werden. Ach man, schade, dass die Weekend League dann so beschissen ausgeht, aber kann man nichts machen. Ich finde, Torreira ist schon ein Tick besser als Strootman, weil er halt vor allem nach vorne eigentlich schöner ist, aber er gefällt mir einfach nicht so als Sechser. Ich weiß, er wäre ein viel besserer ZM. Da wäre es halt echt cool, wenn man irgendwie mal, weiß nicht, ein Strootman in Form zum Beispiel bekommt, Rossi in Form, das wären alles so Spieler, das wäre ganz geil. Letztes Spiel in der Bundesliga. Ja, Pulisic, ich sag es nochmal, es ist dein vorerst letztes Spiel. Also, wenn du mich davon überzeugen willst, dass du eine Option bist, Bellarabi wird bald getestet, dann solltest du jetzt nämlich mir noch was zeigen. Weil ich sonst, wenn Bellarabi nicht funktioniert, wahrscheinlich Kramaric erstmal mal eine Chance gebe. Wenn der sich dann nicht so weiterentwickelt, wie er bis zuletzt gespielt hat, dann würde ich natürlich wieder Pulisic nehmen, aber solange wäre dann erstmal Kramaric gesetzt. Aber wie gesagt, vielleicht.